starten, wir legen los. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Webinar heute zum Thema Quereinstieg in die IT. Vom Handballer zum IT-Consultant, ist ein Quereinstieg als Softwareentwickler das Richtige für dich? Und ich freue mich sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, dass ihr alle da seid. Ganz kurz ein paar administratorische Dinge. Das Webinar wird aufgezeichnet. Ihr seid alle auf Mute geschaltet. Das heißt, ihr habt nicht die Möglichkeit, direkt mit uns zu reden. Aber ihr habt die Möglichkeit, die Chat-Funktion zu nutzen in eurem Panel, um Fragen zu stellen. Die werden wir dann am Ende versuchen aufzunehmen und zu beantworten. Ich bin nämlich heute auch nicht alleine, sondern ich habe für dieses wichtige Thema mir ein paar Experten zur Seite geholt, die ich gleich auch nochmal vorstellen werde. Und die nehmen auch schon während des Webinars ein paar Fragen von euch auf und versuchen, diese weitgehend zu beantworten. Genau. Ja, das Thema Quereinstieg, das ist natürlich irgendwie so ein ganz großes und wirft wahnsinnig viele Fragen auf. Und ja, solche Sachen wie, wie geht man eigentlich so einen Quereinstieg an? Wieso jetzt in die IT? Da legen wir heute ja unseren bisschen Fokus drauf. Wie kann so eine Umschulung aussehen? Wie funktioniert sowas überhaupt? Und dann auch, ja, wie sind eigentlich die Jobchancen? Ne? Also wie finde ich denn eigentlich, wenn ich mich umschulen habe lassen, wie finde ich dann meinen ersten IT-Job? Und wahrscheinlich die größte Frage von allen, soll ich diesen Wechsel wirklich wagen? Und da haben wir uns eine kurze Agenda uns überlegt, um diese Fragen aufzugreifen, um sie euch in der nächsten halben, dreiviertel Stunde zu beantworten. Und wir starten mit einem kurzen Hallo, wie angekündigt, weil ich ja nicht alleine bin. Und deswegen habe ich auch noch ein paar Experten, die ich euch gern vorstellen würde. Dann im zweiten Part erwartet euch ja ein bisschen ein Interview mit echten Erfahrungen eines echten Quereinsteigers in die IT, der ein bisschen davon berichtet, wie sein Quereinstieg aussah. Dann als dritten Agendapunkt haben wir ein paar Infos zum Thema Coding Bootcamp von den Kollegen von YouGrow. Und am Ende habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. An mich, an Romain oder an die Kollegen von YouGrow, was immer dann euer Thema ist. Genau, und dann starten wir auch hier erstmal durch und dann würde ich unsere Expertenrunde erstmal bitten, auch die Videos kurz einzuschalten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt problemlos. Yes, da sind sie schon. Großartig, schön euch zu sehen. Genau, ich fange mal an in die Runde, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Mein Name ist Maren. Ich bin seit über 4 Jahren jetzt schon ein Monster, wie wir hier immer so schön sagen. Ich bin Marketingmanagerin und verantworte jegliche Kommunikation gegenüber den Jobsuchenden und auch Beratung gegenüber den Jobsuchenden. Das heißt, ich halte und moderiere auch unter anderem unsere Webinarreihe Monster Masterclass rund um das Thema Jobsuche, Bewerbung und Karriere. Und deswegen auch heute mit dabei, aber wie gesagt, nicht alleine. Wir haben heute einen Special Guest, einmal den Romain. Hallo Romain, magst du dich kurz vorstellen? Na, vielleicht fangen wir dann doch nicht mit Romain an, sondern lieber mit Fabian, mit der Franzi. Schießt los. Dann gehe ich weiter. Fabian Starkbaum, mein Name. Ich bin stellvertretender Leiter bei YouGrow, bin seit über 3 Jahren Teil des großen Konzerns Randstad, zu dem wir auch gehören, und bin bei YouGrow hauptsächlich für die Kundenansprache, Kundengewinnung. Das heißt, ich bin eigentlich damit beschäftigt, den Berufseinstieg zu organisieren und mit den Unternehmen zu sprechen, bei denen unsere Bootcamper, also die Absolventen unserer Ausbildungsgänge, später mal arbeiten. Ja, da mache ich gerade weiter. Mein Name ist Franziska Schwager. Ich bin bei uns fürs Recruiten zuständig und seit der ersten Academy auch schon dabei. Das heißt, ich arbeite komplett auf Bewerberseite bei uns, bin also Ansprechpartnerin für alle Fragen rund ums Recruiting. Und ja, vielleicht können wir die ein oder andere Frage im Nachgang auch schon klären heute. Fabian, magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, ich glaube, weil dieser Begriff Bootcamp wird relativ oft fallen, was es damit eigentlich auf sich hat? Ja, sehr gerne. Also Bootcamp heißt im Wesentlichen Intensivausbildung, würde man auf gut Deutsch sagen. Es geht natürlich an die Grenzen des Machbaren und deswegen haben wir das, also der Lernstoff, auf 3 Monate komprimiert. Bootcamp impliziert ja schon, dass es anstrengend wird und nicht ganz so strikt wie beim Militär, aber ich glaube, man braucht schon Motivation, um auch so ein Bootcamp erfolgreich zu bestehen.
Und deswegen, ja, Bootcamp in unserem Jargon steht für Intensivausbildung. Genau, perfekt. Romain. Ja, hört man mich? Yes, sehr gut. Hallo Marin, hallo zusammen. Ja, ihr habt mitbekommen, ich bin der Romain und ja, wie ihr hören könnt, bin aus Frankreich. Ich hoffe, jeder will mich gut verstehen. Ich gebe mir Mühe. Und ja, genau, ich bin der Romain und damaliger Jugro-Teilnehmer. Genau, perfekt. Genau, und wie eben angekündigt, Romain ist unser Experte, unser Special Guest heute. Und auch wie angekündigt, starten wir nämlich auch gleich mit so einer kleinen Interviewrunde mit Romain. Und ich glaube, Fabian und Franzi, ihr könnt euch, glaube ich, auch erstmal, euch sehen wir dann später nochmal, wenn es ein bisschen mehr um YouGrow geht und ein bisschen eure Fragen, auch die richtigen Fragen, die ihr habt, beantwortet. Romain, schön. Also erstmal fällt mir ein Stein vom Herzen, dass wir dich jetzt hören können. Das ist ja immer so mit der Moment, wo man sagt, oh, hoffentlich funktioniert alles. Genau, du hast ja schon gesagt, wo du herkommst, wie du heißt. Vielleicht magst du uns auch nochmal ein bisschen erzählt, wie sieht denn dein oder wie sah denn dein Karriereweg bis dato so aus? Das ist ja ein ganz spannender. Also es gibt ja einige Stelle, man sollte vorbereitet sein. Also im Grunde, ja, ich habe meine Karriere als Handballer mit 15 angefangen und ab dahin, ja, habe ich mehr oder weniger die Schule ein bisschen vernachlässigt. ja, ich wollte halt meinen Traum bis das maximal daraus holen. Und mit 18 war ich komplett weg von der Schule, ohne Abschlüsse oder irgendwas. Habe meine Karriere gelebt. Mit 23 habe ich ein Angebot bekommen, um nach Deutschland zu kommen, um die Karriere weiterzuführen. Letztes Spiel als Handballer auch. Als Handballer, genau. Letztes Spiel in Frankreich für die Meisterschaft. Fußgelenk gebrochen. Bin trotzdem nach Deutschland gekommen und nach 6 Monaten Genesung hat man mir gesagt, ja, dein Fuß ist nicht mehr so schön, das wird nicht mehr. Ich wollte aber nicht weiter wieder nach Frankreich, weil das wäre eine Niederlage für mich und das kann ich nicht leiden. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich suche einen Job in Deutschland und erkunde Deutschland, da ich aber nicht so gut Deutsch konnte, aber meine französische Kenntnis in Ordnung sind. Habe ich eine Stelle als Kundenberater für französische Kunden gefunden und habe aber schnell gemerkt, da ich halt keinen Abschluss in Deutschland habe oder irgendwas Ähnliches, werde ich eh für die gleiche Arbeit als ein Deutscher, trotz meiner französischen Fähigkeit, nicht so viel verdienen können. Und ab dahin habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich aber irgendwas komplett auf Deutsch machen. Dass man halt vergisst, dass ich Franzose bin. Ich will halt auf Deutsch und irgendwas gescheit. Die Arbeitsagentur war so nett, dass die mir gesagt haben, nee, du kannst Französisch, also du machst solche Arbeit. aber zufälligerweise habe ich jemanden von der Versicherung kennengelernt und die Ausbildung gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Allerdings, ich habe sehr schnell gemerkt, das wäre nicht für mich. Also diese Routine aus Radversicherungen zu verkaufen, ist nicht so mein Ding. Aber zumindest hatte ich irgendwas, um zu zeigen, Deutsch kann ich. Und ich kann halt was auf Deutsch machen und nicht nur auf Französisch. Und ja, meine Tochter war auf dem Weg zur Welt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist die gute Zeit, irgendwas zu machen, was mir auch gefällt. Mhm. Da ich als Sportler viel Freizeit hatte, war ich ein großer Videospielfan und IT-affin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich suche was in die IT. Ich wollte aber nicht zurück in die Schule. Also 6-7 Stunden am Tag auf dem Bank zu sitzen, ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich mir halt auf die Suche nach einem Bootcamp gemacht. Das kannte ich aus Frankreich. Und das habe ich halt mit YouGrow gefunden. Absolviert die 3 Monate und jetzt bin ich Junior IT Consultant für die DK Bank. Genau. Spannend. Also wirklich vom Leistungssport zur Softwareentwicklung. Das ist ja schon auf jeden Fall eine große Veränderung. Und du hast ja schon ein bisschen durchklingen lassen. Wieso hast du dich dann für die IT entschieden? Was hat dich daran gereizt? Also, wie gesagt, ja, ich habe immer so gern Videospiel gespielt oder ich liebe halt die neue Technologie und so weiter. Und für mich war das immer ein bisschen wie Magie halt. Wie kommt man auf so ein Ergebnis? Also ich tippe auf Google,
irgendetwas und ich werde für alles eine Antwort bekommen, auch für die größte Schmarrn der Welt. Es gibt einfach alles im Internet und oder auch in Software, alles ist möglich. Und mir hat immer gereizt, wie funktioniert es? Was passiert dahinter? Und ja, ich wollte sozusagen ein Teil dieser Magie sein und so der Magiker hinter dem Software sein, der das programmiert. Und das war der Reiz halt. Das ist, ich vergleiche das auch immer ein bisschen wie ein Ausbauen. Also im Prinzip, du programmierst eine App und du hast auch das Ergebnis gleich. Du siehst halt das Ergebnis deiner Arbeit. Und für viele, die sich nicht auskennen, ist auch eben wieder so wie Magie halt. Alle meine Bekannte, die kein Kenntnis haben, ich zeige denen ein paar Sachen und schon denken sich, wow, wie krass. Und das ist halt Wahnsinn. Richtig cool und ja, deshalb wollte ich unbedingt das machen. Und es ist ja auch so ein bisschen die Sprache der Zukunft, ne? Also es ist natürlich, sich da ein bisschen auszukennen, ist wahrscheinlich sowieso eine gute Idee. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also es wird immer mehr mit Programmation gemacht. In vielen Bereichen. Ich kenne ein paar Ingenieure, die im Grunde nichts mit IT zu tun haben, aber die müssen halt ein bisschen Java programmieren können. Nicht großartig, aber immer ein bisschen halt. Und es gibt mittlerweile auch Schulen in Frankreich, die fangen dann schon mit 5, 6 so solche Übungen zu haben mit Programmierung. Also das ist halt, was die Zukunft angeht, was Großes. Ein wichtiges Feld. Und als du dich dafür entschieden hast, diesen Quereinstieg zu wagen, was war so deine größte Herausforderung? Also was hat dich vielleicht auch zweifeln lassen? Wo hast du gedacht, soll ich das wirklich machen? Gab es da irgendwelche Hürden, die du für dich nehmen musstest? Also man muss sich halt trauen. Das Ding ist, in meinem Fall, ich dachte mir halt, ich habe gerade nicht das typische Lebenslauf. Ich habe nicht mal mein Abitur, weil wie gesagt, bin ich sehr früh weg von der Schule. Ich habe halt gar nichts und ich weiß, wie wichtig es ist in Deutschland. Also das ist Fakt. Und da dachte ich mir, okay, mache ich es, mache ich nicht. Aber ja, letztendlich, warum nicht? Also lieber scheitere ich, indem ich versuche, als nicht zu versuchen. Und das war die größte Hürde. Also dieser Schritt zu wagen, zu sagen, ja, okay, ich passe vielleicht nicht in dieses klassische Schema in Deutschland. Aber egal, probiere einfach und mal schauen, was kommt. Ja, super schöne Einstellung. Ich glaube, es ist sehr viel wert, wenn man diesen Schritt auch überlegt zu gehen, einfach zu sagen, okay, ich probiere es einfach, ne? Ja, genau. Und du hast ja jetzt, wir haben jetzt dieses Wort Coding Bootcamp ist jetzt ein paar Mal gefallen. Wie sah denn diese Weiterbildung jetzt in Form dieses Bootcamps genau aus? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen aus deinen eigenen Erfahrungen und vielleicht auch mal so, wie sieht denn so ein normaler Bootcamp-Tag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also sehr intensiv auf jeden Fall. Also ein großer Fluss an neuer Info. Ja, im Grunde fängt wie alle Arbeitstage an mit einem Kaffee, um den Tag richtig gut anzufangen. Dann waren wir, ich glaube, 12 oder so. Alle begrüßen sich, der Trainer ist gekommen. Ganz lockere Atmosphäre. Die Trainer waren richtig toll. Und meistens hat man halt angefangen mit das Thema vom Vortag, ein bisschen Wiederholung, ob das Frage steht. Und die Trainer sind aber sehr schnell ein neues Thema präsentiert. Mehr oder weniger grob erklärt erstmal und dann Frage gestellt. Ja, gibt es Frage? Also man muss wissen, es muss Frage gestellt werden. Also wenn man irgendwas nicht versteht, das hatten wir den Fall am Anfang, viele haben sich nicht getraut. Es gibt halt keine dumme Frage. Und das hat halt mit so einer Fragerunde angefangen. Und was richtig toll war, jede Frage wurde beantwortet mit einem praktischen Beispiel. Also es gab schon ein bisschen Theorie, aber im Grunde haben wir, würde ich sagen, 90% unserer Zeit verbracht mit Praxisübung. Also ist wahrscheinlich auch wichtig, um genau diesen Transfer gleich leisten zu können. Genau, also das ist im Grunde auch der Unterschied mit einem Studium. Ich habe einen Kollegen, der hat das studiert und bei ihm, der meinte eben, das ist viel Theorie und weniger Übung, praktische Übung. Und bei uns halt war sehr viel Praxis und sehr praxisnah, so dass man am Ende des Bootcamps kodieren kann. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viel zu lernen und es ist halt manchmal auch, es gibt Tage, die frustrierend sind, weil
Das ist auch eine Herausforderung. Du denkst, das wird so funktionieren und am Ende doch nicht, weil du irgendwelche Komma an der falschen Stelle getan hast und verbringst 3 Stunden dazu. Aber ja, sehr, sehr viel Praxis und vor allem die Trainer, all die da waren, immer für jede Frage waren die bereit. Auch nach dem Tag, also nach Feierabend, könnten wir die kontaktieren. Weil ich bin jeden Tag nach Nürnberg wieder gefahren mit dem Zug und habe im Zug dann geübt. Und wenn ich nicht vorankam, dann habe ich halt die Trainer gefragt und die haben geantwortet. Mhm. Ja, schön. Ja, genau. Und sag mal, welche Sprache hast du da gelernt? Oder gibt's, was war so die Essenz? Stand da so im Mittelpunkt? Und vor allem auch, ganz wichtige Frage, hattest du irgendwelche Vorkenntnisse, bevor du dieses Bootcamp angefangen hast? Also erstmal, was die Vorkenntnis angeht, ich hatte tatsächlich ein bisschen mit Python, also die Sprache Python, weil das war so hobbymäßig, das hat mich interessiert. Mhm. Und im Bootcamp haben wir Java gelernt, das ist mittlerweile bei jeder großen Firma sehr wichtig. Bei uns bei der Decabon gibt es auch ein Java-Team. Und das war der Hauptpunkt Java. Und ja, also ich denke sowieso, die Sprache im Grunde ist egal. Wenn man für eine Sprache versteht, wie das funktioniert, halt das Prinzip, kann man das übertragen. Es wird natürlich so Syntaxunterschied, aber man versteht zumindest im Grunde, wie das funktioniert. Und dadurch, dass wir Java lernen, haben wir natürlich auf dem Markt auch viel bessere Chancen, weil Java-Entwickler werden sehr, sehr viel gesucht. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch gut, dass du es ansprichst. Das war jetzt auch meine nächste Frage. Inwieweit hat denn das, was du jetzt aus dem Bootcamp mitgenommen hast, inwieweit hat dir das denn dann bei dem Berufseinstieg geholfen? Also thematisch, hattest du das Gefühl, du warst da gut ausgestattet? Also hast auch das gelernt, was vom Markt verlangt wurde? Also ich kann das noch nicht so richtig beantworten, weil mein aktueller Job ist nicht mit Schwerpunkt Entwicklung. Ach, spannend, aber, okay. Aber was ich sagen kann, ich denke nach 2 Wochen Bootcamp, also es steht in meinem LinkedIn-Profil und in meinem Xing-Profil, dass ich diese Bootcamp mache und ich habe nach 2 Wochen schon die erste Anfrage bekommen. Also das ist, seitdem bekomme ich regelmäßig Nachrichten von irgendwelchen Recruiter, also man merkt, das ist sehr, sehr gesucht. Ich denke, ich habe auch mit ein paar Teilnehmern ich habe noch Kontakt und die sind tatsächlich in Java-Entwicklung und die sagen, also die haben zumindest die Grundlage. Was man nicht vergessen soll, das Bootcamp bringt dir die Grundlage bei, aber natürlich hat man auch viel zu lernen. Ich meine, das IT-Bereich ist so breit und entwickelt sich so rasant, dass auch wenn du 3 Jahre ein 3-jähriges Bootcamp machst, das wäre zwar sehr lang für ein Bootcamp, aber stellen wir uns vor, nach 3 Jahren musste man wieder was Neues lernen. Aber man hat Grundlage, versteht sehr viel. Und das bringt das hilft auf alle Fälle der Einstieg halt. Super. Und jetzt so retrospektiv, was war so für dich das Highlight während dem Bootcamp? Gibt es da irgendwas, an was du dich ganz besonders gerne zurückerinnerst oder wo du sagst, oh, das war ein richtig cooles Erlebnis oder das hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht? Also es gibt das Weihnachtsmarkt in Frankfurt mit allem, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, da müssen wir ja leider dieses Jahr drauf verzichten, das ist natürlich ein bisschen schade. Nee, aber sonst, was das Bootcamp angeht, was richtig cool war, wir haben mit den Trainern festgestellt, wir hatten so ein Projekt und wir haben uns entschieden, so eine Art TripAdvisor zu programmieren. Mhm. Und dann waren wir in Gruppe verteilt und jede Gruppe hat seine App entwickelt. Und das war ein bisschen wie sein eigenes Baby halt zu entwickeln. Und das war für mich das Highlight, weil du machst dann ein komplettes App vom Frontend bis Backend. Und das ist auch natürlich ein Vorteil später, wenn du dich bewirbst, weil du kannst zeigen, was du machst. Du sagst nicht nur, okay, ich habe das gelernt, sondern ihr könnt schauen, ich habe das programmiert. Und sehr das schön. War für mich das Highlight, ja. Das glaube ich. Ja, spannend. Cool. Also Bootcamp, du hast das erfolgreich hinter dich gebracht. Wie ging es denn danach dann für dich weiter? Wie sah denn dann dein Weg in den Job quasi aus? Ich glaube, das interessiert natürlich, wenn man einen Quereinstieg plant, auch
die meisten ganz brennend. Wie sieht denn dann der Einstieg in den Job aus? Dann, also ich hatte eine Refinement in die ITF, also die Firma, die uns gebildet hat, wo wir eine Reisekostenabrechnung-App entwickelt haben. Okay. Dann kam das Corona, das Refinement war fertig, aber ich glaube, ich bin ein Monat daheim geblieben vielleicht und schon hatte ich die erste Vorstellungsgespräch mit einer Firma in Hannover und dann mit der Dekabank. Und im Mitte Juni habe ich angefangen bei der Deka, Mitte des Krise, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, weil ich wusste nicht, dachte mir, okay, das ist die Krise. Und Mitte des Monats habe ich angefangen bei der Deka und da dachte ich mir, okay, ich bin ein Glückspilz gerade. Wie schön, also das war dann doch relativ reibungslos, also oder? Da hast du, das hat irgendwie extrem gut geklappt. Ja, ja, extrem gut. Also wie gesagt, das Refinement war sehr gut, weil dann man kann es vertiefen, was man gelernt hat. Und dann, ja, ich hatte einen Monat vielleicht Pause und dann schon ging es los bei der Deka. Und also der Markt lebt weiterhin trotz der Krise. Und das ist auch das Vorteil in dem Bereich. Ich sehe das bei uns. Ich kümmere mich ein bisschen um die Beschaffung. Ich unterstütze bei der Beschaffung. Und wir sind schon am Überlegen, ob wir Entwickler nehmen für nächstes Jahr. Und alle Kollegen, die an Bootcamp teilgenommen haben, aber auch einen Job gefunden, trotz der Krise. Also das Super. Ist natürlich noch ein Vorteil halt von der Branche. Ja. Und du hast ja eben schon auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass du jetzt gar nicht so direkt in der Softwareentwicklung arbeitest. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was erzählen. Was machst du denn jetzt eigentlich mit dem, was du gelernt hast? In welcher Position bist du da und was sind so deine Aufgaben im jetzigen Job? Also im Grunde bin ich eben, wie erklärt man das am besten, ein bisschen managen. Also ich bin, wir haben ein Software, wir nutzen ein Software für unsere Projektentwicklung, weil wir haben ja ein ganzes Prozess für die Entwicklung. Ich darf nicht zu viele Details geben, leider. Aber im Grunde ist es so, ich bin halt Administrator von dieser Seite und muss überprüfen, dass unser Prozess, Entwicklungsprozess, gescheit läuft. Und falls es Probleme auch gibt mit der App, dann muss ich halt eingreifen. Mhm. Ich habe ein bisschen Unterstützung bei der Entwicklung mit RPA, das ist eine Automatisierungssprache. Das ist zwar nicht wie ganz und gar nicht wie Java, aber wie gesagt, ich weiß mehr oder weniger, wie das funktioniert, das Programmieren, dann habe ich gute Grundlage. Und ich unterstütze auch bei der Beschaffung. Genau, und die ganze Dokumentierung von unserer Softwareanwendung, also eher IT-Management, würde ich sagen. Also eher so aber, Projektmanagement auch. Ja, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also das Bootcamp war trotzdem sehr wichtig dafür, weil ich meine, wenn du mit Entwicklern redest und du hast gar keine Ahnung, das Einzige, was du weißt, ist, okay, Management funktioniert so zum Beispiel, dann wirst du schnell ein Problem haben mit dem Entwickler. Und das Vorteil ist auch jetzt, wir entwickeln auch mit einem Kollegen ein kleines Programm für unseren Prozess. Mhm. Und hätte ich diese Grundlage nicht, die hätten mich das nie angeboten. Also das ist halt wichtig, auch um sich zu integrieren. Und ich mache zwar Management, aber wenn ich weiß, okay, die Entwicklung läuft so und so, dann kann ich auch besser managen sozusagen. Ja, das ist ja ganz spannend. Also du hast dir eine gute Grundlage angeeignet, aber du musst gar nicht jetzt so tief da drin weiterarbeiten. Du hast dann immer noch die Möglichkeit, das Feld ein bisschen größer zu machen. Aber du bist in der Lage, nach so einem Bootcamp auch in Augenhöhe mit den Entwicklern zu sprechen, ne? Also ja, also man muss auch sagen, die kennen sich natürlich viel besser aus. Also ich meine, die sind da seit 10 oder 15 Jahren. Ja. Es ist ja klar, aber dann hat man, ja wie du sagst, die Grundlage und das ist immer wichtig. Und das Bootcamp ist eben, ich sage das immer, das ist halt, das öffnet dich die Tür und du hast einen Fuß in dem Bereich. Aber das ist halt wie alles. Es gibt keine, also nichts ist geschenkt. Man muss weiterhin lernen, aber das ist auch von der Branche, egal was man macht. Und diese Bootcamp ermöglicht, die Tür öffnet sich halt schneller, sagen wir mal so. Und das ist ein Riesenvorteil, ja. Super. Cool, dann haben wir ja schon ein bisschen einiges über deinen Weg erfahren können. Und wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du den Schritt des Quereinstiegs
mithilfe so einem Bootcamps auch nochmal machen? Würdest du es für dich nochmal so entscheiden? Jede Zeit. Also ich meine, wäre ich in die Schule gegangen, da ich kein Abitur habe, hätte ich erstmal das nachholen müssen zum Beispiel, dann studieren, dann wäre ich bestimmt in Rente gewesen, ohne in die IT gearbeitet zu haben. Aber Spaß beiseite. Im Grunde lernt man, das ist halt schnell, es ist intensiv, du kriegst eine Menge an Info, die du natürlich verarbeiten soll, aber du kommst auch viel schneller im Arbeitsmarkt rein. Ja, das stimmt. Und ich meine, ja, ich hätte nicht studiert, also letztendlich, du kommst raus vom Studium, du musst sowieso alles wieder erfrischen, weil die Branche entwickelt sich und da habe ich halt Erfahrung gesammelt von Leute, die täglich arbeiten an einem richtigen Projekt, weil wir hatten auch viel Kontakt mit den Trainern, die haben berichtet über ihre Projekt und manche Sachen gezeigt und diese Erfahrung ist wertvoll. Super schön. Ja, cool, auf jeden Fall. Vielleicht noch zwei Fragen. Was wäre denn so dein Ziel? Was wäre so dein nächster Schritt in diesem Quereinstieg oder in dieser neuen Karriere in der IT? Hast du da schon für dich so ein Ziel irgendwo, wo du dich vielleicht ein, zwei Jahren sehen würdest am liebsten? Ja, in der Tat, also ich fange an, ich habe sogar schon angefangen, seit ein, zwei Monaten nebenbei, ich bringe mir Sachen bei im Bereich Cyber Security. Mhm. Weil das ist auch sehr ein wichtiges Thema. Genau, und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Deshalb, ich bringe mir das bei selber mit einer EC Council, ist die Seite, glaube ich. Und ich will halt viel mehr in dem Bereich lernen und ich entwickle mich auch weiter. Also Java lerne ich weiterhin nebenbei und Python. Ich versuche halt so viel wie möglich mich selber weiterzubilden, damit ich auch noch besser auf dem Markt stehe. Ja. Das Ziel ist ja irgendwann in die Cyber Security einen Fuß zu fassen. Und wenn man schon, aber es gibt keinen Grund, dass es nicht klappt. Da hast du recht, bei deiner Einstellung sowieso nicht. Echt schön. Und vielleicht eine abschließende Frage für alle, die hier heute zuhören und mit dem Gedanken spielen, so einen Quereinstieg zu wagen. Welche Tipps hast du denn für Quereinsteiger? Also welche Herzenstipps hast du so, wo du sagst, ey, das solltet ihr euch überlegen und dann solltet ihr es einfach durchziehen? Also wenn man Interesse an IT ist, wenn man der Reiz hat für IT, man braucht einfach nur Mut. Also ich weiß, wenn man vielleicht seit 5 oder 6 Jahren in seinem Job ist oder irgendwas studiert, ist nicht einfach, alles halt hinter sich zu lassen sozusagen, aber der einfach die Mut haben, sich zu bewerben, egal was man gemacht hat und die Motivation, weil ohne Motivation wird es aber nichts. 3 Monate ist sehr intensiv und kurz, aber ich denke einfach Mut und Motivation, wenn man Interesse daran hat und der Rest ergibt sich von allein, weil der Markt wird Leute brauchen. Das Bootcamp ist so gebaut, dass man die Grundlage hat und schnell auf dem Arbeitsmarkt kommt. Also einfach Mut und Motivation und danach, ja, das Ergebnis wird kommen. Super. Super spannend, Roma. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier ein paar Fragen zu beantworten. Ich glaube, da waren im Chat sind auch schon ein paar Fragen noch aufgepoppt. Da werden sicherlich einige für dich auch noch dabei sein. Wir haben jetzt aber erst nochmal auf der Agenda den Fabian, der sich gerne jetzt auch nochmal per Video hinzuschalten kann. Nochmal ein bisschen Bootcamp haben wir jetzt ja schon ein bisschen erläutert. Aber so diese Idee dahinter, was ist YouGrow, wie steht ihr dahinter? Erzähl einfach mal vielleicht ein bisschen was aus deiner Seite, aus deiner Perspektive darüber. Sehr, sehr gerne. Ich fange vielleicht vorne an, wieso wir überhaupt zu YouGrow gekommen sind, also wie die Idee dafür aufkam. Und wir gehören zum weltweit größten Personaldienstleister, nämlich der Randstad-Gruppe. Und Personaldienstleistung heißt ja, wir suchen für unterschiedlichste Unternehmen Arbeitskräfte, um deren Bedarf zu decken, die Vakanzen zu decken. Und das machen wir mit tausenden Kunden täglich in Deutschland, haben deswegen einfach eine extreme Nähe zum Arbeitsmarkt und können diese Entwicklung am Arbeitsmarkt auch sehr genau beobachten. Haben dann in den letzten Jahren festgestellt, dass wir IT-Fachkräfte einfach nicht mehr finden und die Unternehmen, die uns dafür beauftragen, auch nicht.
Das Ganze lässt sich mit vielen Zahlen belegen. Das könnt ihr euch auch anschauen. Da gibt es eine Bitkom-Studie dazu zum Beispiel, um einen in den Raum zu werfen. Wir hatten alleine im letzten Jahr 124.000 unbesetzte Stellen in der IT-Branche. Das zeigt nochmal, also die Tendenz zu sagen, IT ist eine Fachkraft, die fehlt, ist auf jeden Fall da und die haben wir bemerkt. Das war der Ausgangspunkt. Und auf der anderen Seite stehen wir natürlich jeden Tag mit Kandidaten, also mit euch Bewerbern im Austausch, um euch den Job zu vermitteln, den ihr gerne haben möchtet. Und auch auf der Seite haben wir gemerkt, da schlummert eigentlich unglaublich viel Potenzial. Und Romar, du bist ein super Beispiel, weil wir glauben daran, dass ein Abschluss an per se keine Aussage oder wenig Aussage darüber trifft, ob ein Mensch etwas gerne macht, ob er es gut kann und wann überzeugt von diesem Potenzial von Quereinsteigern, um die Bedarfe, um diesen Fachkräftemangel irgendwo zu lösen. Haben dann gemerkt, okay, es gibt sehr, sehr viele Hürden, die Quereinsteiger davon abhalten, in die IT zu wechseln. Das sind zum Beispiel finanzielle oder auch zeitliche Komponenten, die da eine Rolle spielen. Ich habe vielleicht einen Job, einen sicheren, ein gewisses Einkommen, einen Standard. Und dann nochmal an die Uni zu gehen, um die Karriere zu wechseln, das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt. Und Romar, du hast vollkommen recht, das braucht sehr, sehr viel Mut. Und da haben wir einfach eine Möglichkeit gesehen, mit so einem Coding-Bootcamp einen Quereinstieg zu erleichtern, diese Hürden zu senken und bewegen uns im Prinzip an der Schnittstelle zwischen Hiring Companies, also Unternehmen, die Softwareentwickler, IT-Fachkräfte suchen und euch Kandidaten auf der anderen Seite, denen wir in unseren Bootcamps die nötigen Grundvoraussetzungen mitgeben, um einen Einstieg in die Branche zu finden. Und wie in deinem Fall jetzt, Romar, das heißt nicht unbedingt, wenn du an einem UGrow Bootcamp teilnimmst, dass du danach Software-Developer werden musst. Was wir machen, wir geben eine Grundlage, auf der es in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und das kann IT-Consulting sein. Wir haben eine Teilnehmerin, die eine ganz andere Programmiersprache gerade benutzt. Das heißt, sie hat diese Grundlagen genutzt, um neue Dinge zu lernen. Und so unterschiedlich unsere Kundenunternehmen sind, so unterschiedlich sind auch die Positionen, in denen unsere Teilnehmer danach arbeiten. Das vielleicht erstmal grundsätzlich zu unserem Konzept und wieso wir das tun, was wir tun. Wir sind davon überzeugt, dass Skills generell, egal ob technische oder anderweitig, erlernbar sind, wenn die Motivation da ist, wenn das richtige Mindset da ist, Lifelong Learning als kleines Buzzword am Rande. Das Mindset da ist, ich möchte mich ständig weiterentwickeln. Und gerade wenn wir diese rasante technische Entwicklung beobachten, da kommt Universität und Ausbildungslehrpläne kommen da oft gar nicht hinterher. Haben wir andere Möglichkeiten als Personaldienstleister und Talent-Developer, unser Curriculum daran anzupassen, was denn gerade am Markt gesucht wird und was unsere Kunden tagtäglich beschäftigt. Das UGrow-Konzept war ursprünglich, und ich habe schon die ersten Fragen gesehen, kann ich das in Teilzeit machen, kann ich das nebenberuflich machen? Wir haben das ursprünglich nur in Vollzeit angeboten. Das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen und deswegen möchten wir das Programm auch weiter öffnen für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen und dazu gehört natürlich ein Teilzeit-Bootcamp. Da würde ich ganz gerne, Maren, dich bitten, wir haben nämlich eine kleine Umfrage vorbereitet. Und da könnt ihr jetzt mal kurz abstimmen. Wäre so ein Bootcamp in Teilzeit, also sprich neben deinem aktuellen Job, interessant für dich? Sagte der ja, würde ich voll gerne machen. Nee, Vollzeit ist besser für mich oder habt ihr vielleicht auch überhaupt gar kein Interesse an so einem Bootcamp? Da könnt ihr jetzt mal ganz kurz abstimmen. Ich sehe schon, das macht ihr auch ganz fleißig. 74% von euch sagen, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser wäre, sogar noch das eben in Teilzeit neben dem Beruf machen zu können. 21% sagen, Vollzeit wäre gut. Also das ist, ich glaube, für euch jetzt für die auch zukünftige Planung einfach ein wahnsinnig wichtiger Anhaltspunkt, oder? Unbedingt, unbedingt. Also sehr, sehr wertvoll, diese Information. Wie gesagt, unser Teilzeit-Bootcamp befindet sich in Planung und wird auch wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres Go Live haben. Dafür haben wir auch eine Deadline für die Bewerbung. Also wenn das interessant sein sollte für den einen oder anderen von euch, geht das bis zum 11. Dezember.
Und bis dahin nehmen wir auch Bewerbungen an für Teilzeit-Bootcamps. Vollzeit-Bootcamps wird es nach wie vor auch geben. Aber wie gesagt, wir möchten das Ganze noch mehr Menschen zugänglich machen. Und wenn ich die Zahlen hier sehe, dann spricht das für sich. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Super. Und dann kommt, wie wir euch ja auch jetzt mehrfach schon versprochen haben, jetzt nochmal so die Gelegenheit, eure Fragen zu stellen. Und ich habe eben auch einen Blick in den Chat geworfen. Da sind auch schon ganz viele gekommen. Fabian, du hast ja auch noch die Franzi dabei. Wahrscheinlich mag die auch nochmal kurz ins Bild hüpfen. Genau. Dann würde ich nämlich jetzt auch nochmal an euch übergeben, an euch als Experten, die Fragen nochmal aufzunehmen und für alle zu beantworten. Die erste Frage, die wir uns hier notiert haben, Fabi ist schon gerade kurz darauf eingegangen, ob wir das Bootcamp auch nebenberuflich anbieten, auch wie die Umfrage ja eben ergeben hat, sehr großes Interesse daran, das Ganze in Teilzeit zu machen. Das ist auf jeden Fall gerade in Planung, aktuell beziehungsweise ursprünglich nur in Vollzeit. Da passt auch die Frage dazu, wie das Ganze bei uns genau vom Zeitablauf her abgelaufen ist ursprünglich. Es ist so, dass wir normalerweise eine 40-Stunden-Woche letztendlich haben, sprich jeden Tag 8 Stunden im Coden sind, wo an 4 von 5 Tagen dann auch ein Trainer dabei ist. Sprich, wir haben von Montag bis Mittwoch bei uns eine Intensivschulung. Das heißt, da ist der theoretische Part, der erstmal durch die Trainer vermittelt wird, wobei da auch schon sehr, sehr schnell gecodet wird, eigentlich ab Tag 1 kann man sagen. Das heißt, es sind kleinere Coding-Games, Tic-Tac-Toe beispielsweise, was da programmiert wird. Und genau, Donnerstag, also Montag bis Mittwoch, ist dieser Intensivpart. Donnerstag haben wir den Tag, wo bei uns eine App programmiert wird. Das läuft über 8 Wochen dann letztendlich. Und Freitag ist der einzige Tag bei uns ohne Trainer, wo unsere Teilnehmer dann eigenständig coden. Vorweg muss ich vielleicht noch sagen, also wir haben das Bootcamp insgesamt 12 Wochen. Der Start ist das E-Learning 4 Wochen lang und erst danach ist diese Präsenzphase letztendlich, beziehungsweise aktuell ist das Ganze sowieso remote, bedingt durch Corona, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das vor Ort anzubieten. Wir haben das früher in Frankfurt gemacht, aber aktuell eben rein online. Das heißt, ich wiederhole es vielleicht noch mal kurz, also erstmal 4 Wochen E-Learning, wo man sich eigenständig vorbereitet über verschiedene Online-Kurse und danach dann 8 Wochen online mit unseren Trainern Bootcamp. Dann mache ich die nächste Frage. Ja. Gibt es eine Altersgrenze? Die haben wir nicht. Also wir distanzieren uns ja ganz bewusst von einer Schablone, in die wir versuchen, unsere Bewerber zu stecken. Weil wir sind davon überzeugt, dass grundsätzlich jeder, der die Motivation und die Zeit letzten Endes auch mitbringt, sich da einarbeiten kann. Und das ist erst einmal unabhängig des Alters. Also grundsätzlich erstmal keine Altersgrenze. Und weil das auch dazu passt, Studium, ja, nein, wir haben es bei Romar gesehen. Und Studium ist sicherlich nice to have, gerade wenn es um meinen Job geht, sprich euch dann bei Kunden vorzustellen und euch zu Kundenunternehmen zu vermitteln. Das ist nämlich der zweite Bestandteil unserer Dienstleistung, die wir anbieten. Also einmal das Weiterbilden, das Talent Development zu Junior Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen. Aber ein zweiter wesentlicher Bestandteil, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir als YouGrow, als Teil von einem Personaldienstleistungskonzern haben, die spätere Jobvermittlung. Das heißt, wir kümmern uns darum, zu schauen, zu welchem Unternehmen passt du, was haben wir für Partner, die in der Branche arbeiten, wo du vielleicht gerne hin möchtest, und organisieren dann Bewerbungsgespräche, helfen dir beim CV-Aufbau und briefen dich vor dem Bewerbungsgespräch. Also im Prinzip geht es darum, oder ist es uns wichtig, dass wir euch nicht nur ausbilden, sondern dass ihr tatsächlich auch den Quereinstieg danach schaffen könnt. Genau. Dann kam die Frage auf, ob wir unser Bootcamp auch in Englisch anbieten. Wir sind da immer mal wieder am Überlegen, ob wir das tun sollten, weil sehr, sehr viele englischsprachige Bewerber eben Interesse haben. Vielleicht wäre das auch nochmal so ein Punkt, was ihr gerne nochmal in die Frage- oder Kommentarfunktion reinschreiben könntet, für wen das interessant ist, das Ganze auch auf Englisch anzubieten. Das ist für uns natürlich auch wichtig zu wissen. Von daher gerne da nochmal einen Kommentar zu schreiben. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen.
Genau. Ich schaue hier gerade noch mal in die Kommentare, was noch neu reinkam. Es war nämlich einiges. Also wir werden auf jeden Fall die Fragen auch gerne im Nachgang dann noch beantworten, sofern das möglich ist, ne? Weil wir, glaube ich, nicht alle jetzt heute beantworten können. Aber ich schaue hier gerade noch. Genau. Zum nächsten Punkt vielleicht. Ich sehe hier, kann ich teilnehmen, auch wenn ich nicht in Frankfurt wohne? Ja, unbedingt. Also wir arbeiten sowohl auf Kunden wie auf Kandidaten, auf Bewerberseite bundesweit. Das heißt, ursprünglich hatten wir eine Schulung hier in Frankfurt, eine physische Schulung, die wurde durch Corona ins Online-Format übertragen. Das heißt, von jetzt an kannst du von überall am Bootcamp teilnehmen und auch unsere Kunden und Partner, die sind über ganz Deutschland verteilt. Also auch das ist kein Ausschlusskriterium. Das vielleicht noch an der Stelle. Ja, hier kam gerade noch mal eine wichtige Frage rein. Wie oft findet das Bootcamp pro Jahr statt, beziehungsweise wann sind die Starttermine des Bootcamps? Wie oft? Quartalsweise. Das heißt, der nächste Start ist jetzt dann am 4. Januar. Das wäre der E-Learning-Start. Und im Februar würde dann das Bootcamp beginnen, auch online, wie ja eben schon gesagt. Und da vielleicht auch noch die wichtige Info, dass wir zum 11.12. Unseren Bewerbungsschluss für das Bootcamp im Januar haben. Genau, an der Stelle denke ich nochmal eine wichtige Info für diejenigen, die jetzt noch kurzfristig gerne teilnehmen möchten. So, ich glaube, eine sehr wichtige Frage und darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Wie hoch sind die Kosten für das Bootcamp? Wir haben eine Pauschale, das Bootcamp insgesamt kostet 8.000 Euro. In diesen 8.000 Euro sind die kompletten Schulungskosten inkludiert. Wir führen zwei Zertifizierungen durch. Das heißt einmal ein Scrum-Zertifikat. Das ist ein agiles Projektmanagement für die Softwareentwicklung. Eine Zertifizierung, die ein gewisser Standard eigentlich in modernen Entwicklungsabteilungen in den Unternehmen ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite geben wir auch ein Zertifikat aus. Wir zertifizieren dir die Teilnahme und eine Zielerreichung. Das heißt, wie gut hast du unser Bootcamp abgeschlossen? Und es geht um Technologien rund um Java Web Development. Für die Menschen, die sich ein bisschen auskennen, das ist ein Full-Stack-Programm. Das heißt, du lernst nicht nur einen kleinen Teilbereich der Softwareentwicklung, sondern einen Rundumschlag. Hat einfach den Grund, dass wir unseren Teilnehmern einen Überblick über die unterschiedlichen Bereiche geben wollen, weil es, wie schon erwähnt, in unterschiedliche Richtungen danach gehen kann und so das Spektrum geöffnet wird. Wir haben die Frage bekommen, ob die Arbeitsagentur unterstützt bei den Kosten. Aktuell ist es noch nicht förderungsfähig. Wir sind an dem Thema dran, weil da auch sehr viel Nachfrage war. Also leider aktuell nicht, aber ich weiß gar nicht, ob du es gerade schon gesagt hattest, du Chance die Idee, ne? Nee. Aber wir haben eine andere Möglichkeit, was auch circa die Hälfte der Teilnehmer bei uns tatsächlich in Anspruch nimmt. Wir kooperieren mit der Chancen-EG. Das ist ein gemeinnütziger Verein, die Bildungskredite zur Verfügung stellen. Also wer sich da nochmal informieren möchte, gerne Chancen-EG. Findet man auch auf unserer Website nochmal Informationen dazu. Letztendlich durchläuft man da auch nochmal einen Bewerbungsprozess. Der allerdings, beziehungsweise die Auswahl ist komplett unabhängig von der finanziellen Situation. Da geht es hauptsächlich um Motivation, warum man Softwareentwickler werden möchte, warum man zu Ugrow möchte und so weiter. Und dann sind die Chancen da sehr gut, dass man eine Finanzierung erhält. Das heißt, die würden erstmal die 8.000 Euro komplett vorfinanzieren und im Nachhinein würdet ihr als Teilnehmer dann erst mit der Rückzahlung beginnen, wenn ihr in einem festen Anstellungsverhältnis seid. Genau. Dann kam die Frage, wo man sich bewerben kann. Im Laufe der Präsentation, die wir hier noch offen haben, kommt nochmal ein QR-Code, wo man direkt dazu gelangt oder dahin gelangt. Andernfalls einfach auf die Ugrow-Website gehen, die wird auch nochmal eingeblendet. Da kommt ihr dann auch zum Bewerbungsbutton. Wie viele Fragen haben wir denn noch offen? Wollen wir vielleicht noch zwei Fragen vielleicht machen? Ja, ein, zwei würden wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Ich gehe einfach auf die letzte ein. Wie hoch ist das durchschnittliche Gehalt eines Absolventen zum Berufseinstieg? Interessante Frage. Und wichtige Frage, ja, sicherlich. Das Gehaltsspektrum hängt ganz stark auch von der Branche und von der Region ab. Das heißt, wenn du in München
in der Metall- oder in der Autoindustrie einen Job als Entwickler annimmst, verdienst du logischerweise was anderes wie in Oldenburg. Und um euch eine Range zu nennen, und ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Frankfurt, da liegt die um die 45.000 Euro Jahresbrutto. Das kann bis zu 50, vielleicht in manchen Fällen sogar 55 hochgehen, wenn man es bei einer Bank hier um die Ecke macht. Das ist alles möglich, aber um ein Spektrum zu nennen, ab 40.000 aufwärts, Tendenz geht Richtung 45 und wie gesagt, dann abhängig von der Region. Das ist der Einstieg als Junior-Entwickler oder Entwicklerin und ja, innerhalb von 1-2 Jahren sind da aber ordentliche Steigerungen möglich. Ich glaube, der Beruf ist nicht umsonst beliebt. Das sind auch Geschichten wie flexibles Arbeiten, Homeoffice-Regelungen, und diverse andere Benefits, die einfach mit der IT-Branche einhergehen, die da sicherlich auch nochmal nicht nur monetär aufschlagen. Es gibt sicherlich noch super viele Fragen und vielleicht haben wir heute auch mehr Fragen generiert als beantwortet, weil das Thema wirklich sehr, sehr groß ist und sehr komplex. Und wir freuen uns super über euer Engagement und auch das Interesse, was ihr uns da entgegengebracht habt, sind jederzeit bereit, auf Fragen einzugehen. Wenn ihr direkt auch mit Fabian nochmal in Kontakt treten wollt, hier auch nochmal seine E-Mail-Adresse, wenn ihr ganz konkrete Fragen dazu habt. Wir haben auch nochmal eine Telefonnummer euch zur Verfügung gestellt, weil dieser Anmeldeschluss jetzt schon am 11.12. ist. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, es kribbelt jetzt in euch, ihr habt da irgendwie Lust drauf und es bildet sich der Mut und die Motivation, dieses Bootcamp vielleicht zu machen und euch da Roman anzuschließen. Roman, meinst du dich vielleicht auch noch mal kurz dazuschalten eigentlich? Jetzt haben wir dich gar nicht mehr gesehen. Ja, ich bin doch da. Genau. Einfach nur noch mal so zum Abschluss, dass ihr uns alle noch mal zusammen habt. Also dann gerne schreibt an Fabian, meldet euch direkt und da kriegt ihr alle Informationen. Und weil jetzt so viele auch nochmal nach den Links gefragt haben, wir haben hier die QR-Codes nochmal für euch vorbereitet. Ihr findet auf Monster jetzt nochmal einen Artikel rund um das Thema Quereinstieg in die IT, wo wir auch nochmal einfach ein paar Punkte beleuchtet haben, warum das eine gute Idee ist, worum ihr euch das gut überlegen solltet und was es eigentlich bedeutet, so einen Quereinstieg zu machen. Dann habt ihr natürlich die Seite von YouGrow. Ganz wichtig, da habt ihr dann sicherlich auch alle Informationen auch nochmal schriftlich, aber gerne, wie gesagt, Fabian nochmal kontaktieren für Infos. Und es kam auch, habe ich gesehen im Chat, die Frage, wie bewirbt man sich denn? Dann haben wir euch hier jetzt auch, wie auch von Franzi angekündigt, nochmal den Link hinterlegt mit einem direkten Link zur Bewerbungsmöglichkeit für euch. Dann bleibt von mir nur ein Danke zu sagen, dass ihr dabei wart. Ein Danke an euch alle. Ich gucke immer nach links, weil ich euch hier eure Videos auf links habe, dass ihr dabei wart, dass alles so schön erklärt hat, Roman, auch an dich, dass du deine Geschichte und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und wir hoffen, ihr habt es genossen, mit uns die Zeit zu verbringen. Ihr habt wichtige Informationen für euch bekommen. Und wir sehen uns hoffentlich dann auch an nächster Stelle beim nächsten Webinar ganz bald wieder. Macht's gut und noch einen schönen Abend.